Du brauchst, glaube ich, ja, halt Holz und Stein. Ne? Guck mal, hier war doch gerade eine Kiste, da war Aber irgendwie. ich habe jetzt hier so ein Cobblestone Transport Pipe und wenn ich dann im Redstone mache, passiert so nix. Nicht? Der Stone brauchst du dafür. Bei Cobblestone geht das nicht. Cobblestone Transport. Cobblestone. Achso, Stone Leitung. Ja. Ah, ich brauche Stone. Das kommt. Stone, Pflasterstein oder? Ne, Stones. Stone. Weil ich hab nur eins. Reicht das? Nee. Ja, also ich habe nur eins gefunden hier in den Kisten gerade. Vielleicht bin ich auch blind und übersehe es gerade, Kann ich aber. noch mal ein bisschen Kabelzahn mit nach oben? Nee. Auch nicht. Auch abgelehnt. Alter, wo war denn jetzt hier? Warte, ich hatte doch gerade voll der Haufen so. Ah, hier. Was? Mit Rohren? Ne, Cobblestone. Ich brauche ja Stone Pipes. Ja. Eins kann ich dir geben. Das ist nicht ausreichend, Ted. Nein? Oh. Mach doch mal was draus, Peter. Muss man ein bisschen kreativ sein. Hast nur eins zur Verfügung. Ich warte mal ein paar Sekunden. Was brauchen wir noch? Holz. Holzpipes haben wir da hinten in der Ecke, ne? Boah, ich guck mal eben, ob wir noch welche haben. Ätzend, ey, man verbringt immer die letzte halbe Stunde des Let's Plays damit, hier Zutaten zusammenzusuchen, ne? Ja, ist doch cool. Dann passiert am Anfang was in den ersten 4 Folgen oder 8. Denn in den letzten 2 wird halt ein bisschen Feed the Beast gemaked. Hier, komm mal her, ich hab hier Holzrohre. Da Ja, hast sehr du. gut. Gib mir, gib mir, gib mir. Ja. 14 Stück, das muss aber reichen jetzt. Ich glaube ja. Ja, aber hoffentlich. Sonst habe ich keinen Bock mehr, Peter. Also, Sonst hat er keinen Bock mehr, weißt du? nee, das ist mir zu stressig Nein! teilweise. Oh, jetzt habe ich 64. Fick dich doch. Also Boah, in ach der ja, ich habe Project jetzt. Table darf man nicht Shift gedrückt halten. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich jetzt ein Jetpack habe. Ja, hoffentlich stirbst du ein paar Mal, das wäre awesome. Nimmt das eigentlich auch Schaden? Nee, das kann keinen Schaden nehmen, das Jetpack, oder? Nee, geht nur halt leer. Was machst du denn hier? Ah ja, hölzerne Energieleitung baut der Pidda. Also ich habe das in Englisch. Ja, ich jetzt noch in Deutsch. Da ist noch So. ein bisschen mehr Redstone. Ma. Obwohl, wir haben ja auch Eisen. Ich könnte ja auch mein Jetpack bearbeiten. Meine Schuhe machen. Zwei Blazewords haben wir noch, oder? Hast du gesagt? Ja. Okay. Was hat denn? Teeny Pile of Redstone Dust, okay. Eine Tiny Pile, so. So, Tiny Ted. Pile. Folge mir. Wohin soll ich dir denn folgen? Wo Ach, soll da ich denn oben. hinbauen? Weil hier ist einmal dieser Riesencomputer. Warte. Riesencomputer. So zwei Block. Genau. Ja, komm. Was wolltest du denn bauen jetzt? Ja, ich werde jetzt diese Motoren 8 Stück nebeneinander bauen. Und dann? Und die dann mit einem Motor, also mit einem Ding verbinden halt, ne? Ja, ja, toll. Aber worauf soll es dann im Endeffekt hinauslaufen? Was machst du denn da? Mist, das war nichts. Kannst du das mal Du kaputt machen? musst erst das Gerät dahin machen, Peter. Es gibt da kein Ja, Gerät. oder das Rohr, weil daran richten die Motoren sich aus. Ach jo. Was weißt du eigentlich? Ja, Das ist nix. unglaublich. Mach doch mal jetzt. Warte, dann kann ich eins machen. Dann baue ich sowas. Mach da das Rohr drauf. Wieso das denn? So? Weil die Motoren verbinden sich untereinander auch, Peter, ne? Ich check gerade nicht so ganz, was du vorhast. Ja, die Motoren bepowern die Rohre. Und dann Ja, und kannst du aus was? 8 Motoren ein Ding mitpowern. Und was soll die. Hä? Also richtig raff ich das noch nicht. Ja, warte, kommt gleich. Wir brauchen, wie kann man nochmal drehen? Mit einem Tool, ne? Eine Wrench. Genau. Ah. Das haben wir, glaube ich. Irgendwo haben wir einen, aber ich gehe jetzt nicht gucken. Okay, dann muss ich gleich gucken, warte. Und wo sollen die dann was rauspumpen? Ja, kommt jetzt. Da bin ich ja mal schwer gespannt. Erstmal nur pro forma halber. Ja. So. Alter, Alter, nein, Der nein, nein, Liquid nein, nein, nein. Transposer, okay. Dann hole ich jetzt die Wrench. Ah, stimmt, Das hier ist sind ja. zwei Blaze Rod. Aber ich weiß nicht, ob das mit der normalen Buildcraft Wrench da geht, ne? Warte. Da bin ich ja echt mal gespannt, was das für eine Konstruktion wieder wird da oben. Also. Das ist nur die Frage, wo das Ding ist, ne? Der scheiß Wrench, ne? Ja. Ich guck mal hier. Hier ist er nicht. Da ist er nicht. Der liegt bestimmt oben bei dir, ne? Ah, ne, Nee. hier ist er. In der obersten Kiste oben.
Da ist er. Hoffentlich geht er. Ja, hoffentlich geht er auch. Ja, wenn nicht, setze ich die einmal da hinten. Dann ist gut. Ja. Nee, geht nicht. Was macht denn dieser Liquid Transposer? Damit kannst du Silikon herstellen. Ah, okay. Kannst du die, die Motoren, die falsch stehen, mal abbauen, bitte? Ja. Weil ich habe keine Spitzhacke. Warte. Oh, sorry. Mach ich den mal wieder hin, ne? Genau. Und dann geht das weg. Da. Ja. Mach mal warte mal, ich hab dir auch die Energieleitung jetzt. Oh. So. Gut, jetzt brauchen wir noch 3 Redstone-Fackeln und dann läuft das Ding. Noch 3 Redstone-Fackeln. Machst du die, soll ich? Ja, warte, ich kann die, glaube ich, bauen, dann muss ich nach unten. Ach so, du hast alles dabei. Ich hab Material dabei. Das ist sehr nice. Boah, lol, ey, 5.500 Cobblestone haben wir. Warte, die sollten eigentlich angehen jetzt. Die haben doch gar keinen Strom. Ja doch, ich hatte doch die Redstone-Fackel daneben. Ja, nein, die müssen aber auch zusätzlich... Ach so, nee, das sind ja die Redstone-Motoren. Ja, Das ist aber ärgerlich. Ich glaube... Oh, fuck. Ich glaube... Warte. Es könnte sein, dass du die so an die Seite machen musst. Mach jetzt mal eine da drauf. Guck nur mal, ob der angeht. Nee, weil irgendwie fehlt noch was. Aber was? Heiko, sie machen es nicht. Warte. Oh, aber ich verstehe auch ganz ehrlich die Konstruktion nicht irgendwie. Warum nicht? Sind das quasi Redstone-Energieleitungen, die da als Gestell langgehen? Ja. Ja. Also die sammeln quasi von allen Motoren. Also die Motoren wären sonst zu wenig für dieses Gerät. Also ja. Es kann auch sein, dass mit den Redstone-Motoren gar nicht geht, das weiß ich nicht. Ach so. Ja, okay, dann wird es wahrscheinlich mit den Redstone-Motoren nicht gehen. Haben wir unten auch Redstone-Motoren drin nur? Sonst können wir ja einen tauschen. Ne, unten sind auch nur Redstone-Motoren. Aber an sich wird es wahrscheinlich an den Motoren liegen, da die zu klein sind dafür. Ja, sonst, ich meine, wir können ja mal einen elektrischen Motor bauen. Ja, könnte man machen. Also, Zinn... Ja, komm, das was ist eine Combustion Engine? Combustion? Nee, Electric Engine. Stirling Engine? Ja, oder halt diesen Magmatic Engine, ne? Achso, den haben wir doch hier, den haben wir doch hier irgendwo. Den können wir doch theoretisch da mal kurz dran schließen, oder? Ja. Wo ist der, Heiko? Ist der hinter dem Tank? Nee, hinter dem Tank ist der normale. Also die Magmatic Engine steht im Nether. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da nur eine von gemacht. Ja. Soll ich die mal eben holen? Nee, machen wir beim nächsten Mal, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, ich würde ja auch fast sagen. Also ich meine, wird wahrscheinlich dann laufen. Obwohl, warte mal, hier ist rot dran. Ich meine, wahrscheinlich steht sonst wieder tausendmal in den... Du musst dann auch an rot dran machen. Genau. Ne? Wieso ist das eigentlich in RTL-Farben? Ich mag das nicht. Ohlalalalalalala, was hast du hier getan? Was war das? Ich komm hier nicht raus. Guck mal, Peter, komm mal mit. Komm mal mit, Peter. Was ist das? Nee. Ah, schade, ich hab da Jumppad. Ah! Boah. Bist ein bisschen durchgeschüttelt, ne? Hier so, damit man das aus meiner Sicht auch mal sieht. Ah! Oh, warte, ging das jetzt, Heiko? Ich hab's noch nicht versucht. Ich weiß, ich geh mal her. Ich will was probieren. Deine Sachen. Weil ich wollte ans Rote anschließen. Genau, gib mal dem Heiko alles. Ich hatte es gerade hinten dran, weißt du, wo... Der Peter hat natürlich wieder die Energieleitung hinten dran gehabt, war wieder so klar. Hast du noch den Motor? Ja. Oder hast du gerade kaputtgeschlagen? Vor Wut. Alle so. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Der macht dasselbe jetzt wie ich und du schaffst immer ein Rot. Bestimmt. Ja, der probiert es erstmal im Kleinen aus, ob es funktioniert. Ne, erst macht das an Gelb, okay. Mach's mal an Rot. Nee, ich glaube, das geht mit den Redstone-Motoren nicht. Ich will sehen, wie es an Rot geht. Komm, mach einmal an Rot. Mann. Weil man kann es ja ändern, krass.
Ach so, aber so kann man dann mehr Motoren quasi an eine Kiste machen, ne? Ja. Wenn ich jetzt hier dran eine normale Kiste machen will, ne, dass sie das da rausziehen, verbindet die sich mit dem Redstone-Ding hier direkt? Ne, da muss ich da noch ein hölzernes Transportrohr zwischen machen, ne? Ja. Okay. Okay, dann habe ich verstanden. Aber also ich denke, wir müssen da halt andere Motoren nehmen. Ach so, gut. Dann machen wir das. Ja. Weil dieses Gerät brauchen wir für Silikon. Oh, guck mal, hier sind auch noch ein paar Stacks Cobblestone drin in der Kiste. Ja, voll. Eigentlich können wir ja in dieses Speichergerät da alles reintun. Ich sag mal so Kies, Sand und Erde und Cobblestone, oder? Ja, genau, auf jeden Fall. Alles, wovon wir immer unendlich viel haben. Auf jeden Fall. Wie ist das eigentlich, Heiko, wenn man jetzt irgendwie so, kann man die verbinden, diese Terminals, dass bei uns drüben auch eins steht? Ja, klar. Dass man dann hier drauf zugreifen kann? Ja. Ah, das wäre vielleicht was, Peter, oder? Ja, stimmt. Dann bräuchten wir nicht immer hier rüber. Das müssen wir machen, unbedingt. Jetzt machen wir ein Lager um und alles pumpen wir doch in der Terminal, ne? Ja, klar. Nein, aber das hier halt, das wäre vielleicht. Ja, doch, schlecht. Auf jeden Fall. Die Dinger wären gut. Sonst haben wir am Ende nur 150.000 Kisten, die da sind. 300.000, wo nur Steine drin sind. Ja gut, und wenn die Kisten voll sind, dann fliegen die Sachen ja Blöcke ja trotzdem raus, ne? Ja, genau. Und sind dann weg. Oh, jetzt ist gerade kein Strom da. Wer war das? Oh. Heiko? Nee. Kann sein, dass ich gerade mit dem Ofen jetzt so viel vorbereitet. Nee, eigentlich nicht. Dachten die Batteriebox? Wieso liegt da Redstone drin? In dem Macerator. Ich baue mir gerade richtig viele Steine wieder. Ah, wieder Peters Cleanstone-Fetisch wieder. Endlich. Gar nicht. Also eure Muli ist jetzt unendlich groß. Ja. Hier, guck mal. Warte, ich stelle das mal hier hin. Ja. Wohin? Ich habe jetzt praktisch mein unendliches Inventar hier. Warte, guck mal in die Ender-Chest rein. Ja. Jetzt kann ich hier mein Zeug da reinwerfen. Aus diesem Ender-Pouch oder was? Ja. Ah, cool. Wieder ein paar Korn cool. Für mich. Cool, danke. Ein paar Werkzeuge. Nein. Und das müssen wir jetzt halt dann noch raussaugen lassen. Achso, dann können wir das da reinstopfen und dann... Geil. Peter, sollen wir gleich einen Cut machen? Ja, können wir jetzt tun. Ist aber eigentlich eine ganz gute Zeit. Ich glaube, müsste ungefähr passen. Ne? Ja, doch. Ja. Dann haut rein und ich sag mal, bis im nächsten Part, wo ich mir wieder ganz tolle Sachen baue. Ja, wo der Peter sich wieder ganz tolle Sachen baut. Tschüss. Tschüss.